Halli, hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Outriders. Bitte nicht wundern, ein kleines Stückchen habe ich leider übersprungen. Die letzte Folge haben wir hier drin aufgehört. Ich habe die Kiste schon gesammelt und das kleine Areal hier habe ich bereits, geleert. Sagen wir es mal so. Ich war doof, ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken. War nicht meine Absicht, aber es war auch nicht so spektakulär. Es gab hier einen Kampf, ich bin einmal gestorben, dummerweise. Aber ansonsten waren es bloß ein paar Gegner und wir machen hier oben gleich weiter. Es fiel mir dann selber auf, so mitten beim Zocken dachte ich mir, jetzt warte mal, hast du gestartet oder hast du nicht? Naja, und dann habe ich fix geguckt, ob gestartet ist oder nicht und in der Zeit bin ich gestorben und ja. Habe gesehen zumindest, ich habe nicht gestartet. Somit ist es mir glücklicherweise noch rechtzeitig aufgefallen, dass wir hier nicht einmal komplett 20-30 Minuten Gameplay ohne Aufnahme haben. Wir machen weiter, wir müssen uns zur Rebellenfestung kämpfen. Müssen die alle erlegen, damit die andere Gondel für uns freigeschalten wird. Öffne die Bunkerfenster. Ach so. So? Nee. Wo zeigt denn das Ziel? Ah, hier. Wäre zu einfach gewesen, einfach drauf zu schießen. Hallo. Ja, ein bisschen Weltstufe haben wir verloren durch den Tod. Lässt sich leider nicht ändern. Aber es ist auch gar nicht so schlimm, weil Weltstufe 7 wird dann echt nochmal ein anderes Niveau. Ich kann euch das auf jeden Fall sagen, da ich mit meinem zweiten Charakter, mit dem ich im Multiplayer spiele, Weltstufe 7 habe. Und das ist tatsächlich nochmal ein größerer Schritt. Deswegen ist das alles gar nicht so wild. Wie gesagt, mir geht es ja größtenteils... Ah, shit. Mir geht es ja größtenteils hier auch um, euch die Story zu zeigen. Deswegen sind die Weltstufen nicht ganz so interessant. So, Gepanzerter, du gehst mir langsam so ein bisschen heftig auf die Nerven. Wäre schön, wenn du dich irgendwann verabschiedest. Au, wow, schaut mal, was das abgezogen hat. Jetzt ist er weg. Und einen haben wir noch. Und damit haben wir es geschafft. Einen besseren Mantel, den ziehen wir uns gleich mal direkt an. Und Helm haben wir auch besser. Mensch, wir haben ja alles besser. Na, fast alles. Waffen würde ich erstmal so lassen. Ich finde die Kombination ganz okay. Sturmgewehr ist halt echt cool. Kurze bis mittlere Distanz und mit dem Präzisionsgewehr können wir auch schön in die Ferne ballern. Oh Gott. Ach du Scheiße. Die habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe bloß gesehen, dass da unten eine Kiste oder sowas lag. Wollte mir die mal in Ruhe anschauen. Aber in Ruhe ist hier im Spiel einfach nicht. Und was ist mit dir los? Ja. Ich muss sagen, dass ich diese Pestkugeln, Brandkugeln, ne, Pestkugeln heißt es, glaube ich, beim Technomanten. Ja, Brandkugeln, wie auch immer, Feuerkugeln, ihr wisst, was ich meine. Dass ich die mittlerweile echt ganz gut finde. Scharfschütze, ach shit. Den müssen wir auf jeden Fall zeitnah ausschalten, weil die Scharfschützen haben es wirklich in sich in dem Spiel. Einerseits ziehen die heftig viel ab und andererseits sind die mega schnell. Hier, ihr seht's, guckt mal, ich war eine Sekunde oben. Kam schon der Schuss. Wir haben es trotzdem noch geschafft auszuweichen. Das war aber auch mehr Glück als alles andere. Wo bist du denn? Ach da, Entschuldigung. Ich habe ihn nicht richtig gesehen. Nee, das wird so nix. Wir haben ja gar kein richtiges Scharfschützengewehr. Ist ja wieder so ein vollautomatisches Ding, aber das... Ach du Scheiße, jetzt kommt ja auch noch so ein Typ. Aber das kann man alles noch ändern später mit den ganzen Teilen, die wir bekommen. Also Eisen, Leder, Splitter und so weiter.
Das müssen wir uns demnächst auch mal genauer angucken. Also die Vielfalt, die man machen kann, ist wirklich unglaublich. Gerade wenn es dann an den Lila-Stuff geht. Da wird das Spiel nochmal richtig interessant. So, jetzt haben wir es. Dann gehen wir ein Stückchen näher ran. Gucken mal, dass wir den Scharfschützen hier zeitnah ausgeschalten kriegen. Der versteckt sich halt so blöd. Aber... Nein. Ich würde erst nochmal kurz nach der Kiste gucken. Ja, Hose ist etwas besser. Rüsten wir dann nach den Gegnern hier aus. Na komm raus. Ach, das kann ja Ewigkeiten dauern. Autsch, und ihr seht's. Beim Healen wir halt auch... Shit. Absolut gar nicht, wenn wir unsere Fähigkeiten nicht ordentlich einsetzen. So. Ja, guck mal, jetzt zielt er wieder. Jetzt können wir kurz diesen machen. Schnell angetäuscht und warten, bis er wiederkommt. Wir haben allerdings bloß 9 Schuss. Aber es hat gereicht. Wir haben es geschafft. Wir müssen jetzt die Rebellenfestung schnell jetzt, bevor sie zurückkommen. Gesäubert haben. Und jetzt die Seilbahn. Cool, wir kommen unserem Ziel immer näher. Ich bin mal gespannt, was dann passiert. Wenn das mit der Frequenz und dem Koffer und so alles hinhaut, ob wir wirklich wieder Kontakt zur Floris aufnehmen können. Schlechte Waffe und Schrott. Da oben kommen wir nicht hoch. Also können wir jetzt hier die Seilbahn nutzen. Dann würde ich sagen, los geht's, oder? Wo müssen wir uns dran? Hier müssen wir dran. Und damit geht's wieder zum Funkturm. Captain Dunham, Bericht erstatten. Sir Hedy, was ich mich frage, hat nie jemand versucht, die Anomalie zu überfliegen? Natürlich. Ich meine, damals, als wir noch Apparate hatten, die fliegen konnten. Und als die Elektronik den Geist aufgegeben hat, sind sie abgestürzt. Es gibt keinen Weg über die Anomalie oder drunter durch oder drumherum. Du kannst nur das Beste hoffen. Ja, ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich mich immer mal ausblende. Ich sehe den Funkturm. Sag deinen Leuten, sie sollen auf die Seilbahn warten und dann Sir Hedy rüberschicken. Ich warte auf dein Zeichen. Dass ich mich immer mal ausblende, wenn die Videosequenzen laufen. Sorry, dass es jetzt gerade erst so spät kam. Ich hatte nicht dran gedacht. Ja, ich denke, das ist besser, weil wir haben schon viele Videosequenzen im Spiel und währenddessen kann ich eh nicht dazwischen plappern und mir dann bloß blöd zuzugucken, wie ich zugucke. Macht ja auch keinen Sinn. Ich hoffe mal, dass es jetzt alles funktioniert hat, weil ich habe meinen zweiten Monitor komplett abgesteckt, weil es muss irgendein Problem mit dem Spiel sein. Mittlerweile tritt es noch häufiger auf als damals bei den ersten, ja, bei den ersten Malen, als das passiert ist, aber es wechselt einfach ganz random nach ein paar Minuten Spielen, wechselt das Bild auf meinen zweiten Monitor und ich muss den ersten erstmal wieder anstecken, damit das Signal wieder rüber geht. Und das geht mir dann doch ziemlich auf die Nerven, deswegen ist der jetzt ausgeschalten und ich sehe halt nicht nochmal das Aufnahmebild, ob das jetzt alles geklappt hat, aber ich denke, es müsste. Zumindest hat es schon in dem anderen Let's Play, Oddworld Soulstorm, was aktuell noch läuft, da funktioniert das prima. Falls es doch nicht geklappt hat, dann ist es halt so. Dann habt ihr mich jetzt blöd rumklotzen gesehen. Und dann wird es wohl erst in der nächsten Folge. War ja klar, dass hier nochmal ein Kampf kommt. Wen haben wir da? Juggernaut Captain. Was ist denn das? Das fetzt aber rein. Ich finde das nächste. Ich brauche Deckung und unbedingt Leben. Ach, der schießt wohl nur so eine Dinger, oder was? Ja, wir sind zumindest schon mal wieder voll. Alter, das sind echt heftige Moves. Frage, ob wir damit mehr Panzer durchbrechend sind. Sieht eigentlich erstmal ganz gut aus. Die Fähigkeit hat fast gar keinen Schaden gemacht. Und der nächste Gepanzerte. Jetzt wird es aber langsam hier gepanzert.
bin mir nicht sicher, ob das wirklich so viel besser ist. Ich glaube, es nimmt sich nicht viel. Aber mit den Pestkugeln... Ach, ich sage immer Pestkugeln, Feuerkugeln. Läuft das Ganze doch schon mal besser. Aber einen Boss haben wir noch. Sammeln schon mal alles auf. Also gegen die normalen Gegner kommen wir eigentlich ganz gut zurecht. Mörser. Ja, der ist ja zum Glück noch ewig weit entfernt. Jetzt machen wir mal auf die Waffe die Kugeln. Mal gucken, wie das fetzt. Das sieht gut aus. Und wir haben's. Wir haben Stufe 12 erreicht. Das freut mich doch sehr. Wir können wieder einen Klassenpunkt vergeben. Zwei sogar. Habe ich einen übersehen? Entschuldigung. Wir haben nochmal maximale Lebenspunkte. Definitiv. Verbrennung fügt 20% mehr zu, erhöht Rüstung. Geht das schon? Nee, ne? Oh Mist. Ach, jetzt habe ich einfach drauf gedrückt. Erhöht deinen Rüstungsdurchschlag gegen markierte Gegner um 30%. Ah, ist irgendwie gar nicht mal so geil. Kann ich das wieder... Ich glaube erst Fähigkeitsbaum zurücksetzen, nach wenn dann komplett. Und 6 Klassenpunkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, wir kriegen alles wieder. Na gut, dann machen wir das. Wenn wir alles wieder kriegen, ist ja okay. Wir hatten das. Wir hatten hier Lebensentzug höher und maximale Lebenspunkte. Wir hatten den Waffenschaden höher. Und hier nochmal Lebensentzug. Und dann haben wir noch einen Punkt frei. Waffenschaden gegen markierte Gegner. Bewegungsunfähigkeit. Anomaliekraft. Verbrennung. Und das war Rüstung, ne? Aber erhöht deine Rüstung um 20%, finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Das können wir lassen, aber das hier fand ich nicht so nice. Und wir hatten noch eine bessere Hose, glaube ich. Hier nichts, bessere Schuhe. Und ein besseres Helmchen. Wir machen das gleich mal alles leer. Und auch waffentechnisch würde ich ganz gerne erstmal nur das lila Zeug behalten. Der Rest fliegt raus. Also, hier behalten, auch wenn die andere besser war. Gut, was haben wir denn jetzt als Ziel? Öffne die Tür und schicke die Seilbahn zu Zahedi. Glaubt ihr, hier gab's noch eine Truhe? Wir schauen noch mal eben schnell rum. Aber sieht irgendwie nicht danach aus. Na gut. Dann haben wir es geschafft. Hier hinten, aber das ist nur Muni, aber können wir trotzdem noch mal nehmen. Und dann starten wir die Seilbahn. Hier drin vielleicht noch was? Auch nicht. Ah! Ein bisschen Schrott und eine Waffe. Und noch ein Sammelobjekt. Notizen. Interessant. Und wie immer. Einfach durchlesen, wer mag. Tür auf, Seilbahn runter, Zahedi hoch. Und hoffentlich wird alles funktionieren. Ich habe die Quest hier selber noch nicht gespielt, also ich tue jetzt nicht so von wegen, oh, ich weiß gar nicht, was hier passiert, weil, wie gesagt, ich habe einen zweiten Charakter, mit dem ich schon weiter bin. Aber ich habe die Quest hier tatsächlich noch nicht gespielt, weil ich einfach bei den Quests von meinen Freunden mitgemacht habe, die schon 5-6 Level höher waren. Also ich bin schon etwas weiter im Spiel, habe aber den ganzen Bereich hier zum Beispiel komplett ausgelassen. Wenn ich was weiß, was schon passiert, dann sage ich euch das natürlich. Gut, wir haben alles. Captain, die Seilbahn ist gesichert. Holt sie euch. Und wir haben es erledigt. Outrider, wenn deine Frequenz funktioniert, wenn uns der Funkturm zum Signal führt, wenn wir Kontakt mit der Floris aufnehmen können, würde das alles ändern.
Eins nach dem anderen, Doc. Erstmal musst du lebend hier ankommen. Ja, das wäre von Vorteil. Moment, das Signal, es... Nein, wir sind zu weit weg. Zu viele Anomalieinterferenzen, um Koordinaten zu finden. Aber ich habe eine Richtung. Was ist? Es ist entweder im Wald oder irgendwo dahinter. Was verschweigst du mir? Aus dem Wald kam noch keiner lebend zurück. Ja, dachte mir schon, dass du sowas sagen würdest. Warte. Hörst du das? Da ist etwas unter dem Signal. Ist das... Ist das eine Stimme? Was es auch ist, lassen wir es nicht warten. Jakob, schmeiß den Truck an. Wir fahren Richtung Wald. Ah, zum Wald? Natürlich. Ich wollte schon immer mal in wildes, unbekanntes Gelände fahren und Pilze einatmen, die meine verdammten Organe verflüssigen. Ich kenne mich jedes Mal in verflickten Sandwich. Wir sollten das Funkgerät eine Weile ausschalten. Ja, es geht. Es geht in den Wald. Und anscheinend ist da nicht gut munkeln. Mal schauen, was uns da alles erwartet. Naja. So, wir haben Pilz. Die Pilzgrenze. Ich mach das nochmal fix auf. Ich war leider zu spät, dann suche ich es jetzt nicht extra raus. Sprich mit Jakob, um nach Deadrock Pass weiterzureisen. Im Wald selber war ich schon. Aber ich möchte jetzt noch nicht zu viel verraten. Wir schauen uns das einfach mal an. Munition haben wir ja alles. Wir fahren jetzt mit der Seilbahn wieder runter. Hier hat die Übersetzung nicht so ganz geklappt. Ach, er hat wirklich einfach den besten Job. Ich möchte auch. Gut, wir müssen zu Jakob wieder. Und da geht's in den Truck. Wir hätten hier noch eine Nebenmission zu erledigen. Ist was Furchterregendes, aber wir wissen nicht, was es ist. Also machen wir das natürlich, bevor es weitergeht. Dieser Außenposten scheint unterbesetzt zu sein. Ist das die ganze Einheit? Wir waren früher mal mehr. Aber in diesen Bergen passiert was mit den Männern. Wir hören Stimmen. Manche gehen und kommen nicht wieder. Genau wie die, die nach ihnen suchen. Aber vielleicht könnten Veränderte da ja mehr Glück haben. Kannst du uns helfen? Ich seh's mir an. Versprechen kann ich nichts. Okay, was ist denn die Quest? Als wir die Stimmen zum ersten Mal hörten, dachte ich, dass wir verrückt sind. Aber jetzt bin ich mir sicher. Die Stimmen sind real. Es ist also wahr. Wir sind verrückt. Okay. Pass bloß auf, ja? Wir müssen mal kurz in die Missionen rein, um zu schauen, was wir denn jetzt machen sollen. Suche im Gebirge nach den verschwundenen Soldaten. Okay, das ist die Quest. Ich habe es nicht ganz im Dialog verstanden, außer dass sie Stimmen hört. Wenn ich in der Nacht Stimmen hören und ihnen folgen würde, wohin würde ich gehen? Wir sollen anscheinend direkt reisen. Achso, wir sind jetzt gerade hier unten und dann geht's wieder in die Gebirgsruine. Naja, wir reisen einmal noch hoch. Ne, ich kann noch nicht, ich kann nur hier rüber reisen. Na gut, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Wie gewohnt, 17 Uhr geht's weiter. Bis dahin, macht's gut.